Servus Leute, ja, heute will ich euch den vierten Teil einer meiner mittlerweile Lieblingsreihen vorstellen. Ja, damit ist natürlich der mittlerweile vierte Teil von Benji Levy gemeint. Seelensorge für Debütanten von Miriam Rademacher. Ja, das ist mittlerweile der vierte Teil dieser geilen Reihe. Mal ganz kurz für die Reihe vielleicht noch nicht kennen. Livy oder auch Olivia ist ein Mädel, eine 19-Jährige, die vor einer Druideneiche vom Blitz erschlagen wurde. Und seitdem ist sie zu einer Banshee geworden und muss als, ja, Banshee ist ein Schutzgeist sozusagen, und muss als Banshee auf Schloss Harrowmoor die Familie Harrowmoor und ihre etwas schusseligen und sich oftmals in schwere Bredouille bringenden Familienmitglieder beschützen. Ja, die Harrowmoors, die sind ein bisschen schusselig und bringen sich allpot in Lebensgefahr und versuchen den Darwin Award zu gewinnen, wer sich denn am dümmsten selber um die Ecke bringt. Und Olivia oder Livy, die muss zusammen mit ihrem Todesboten, der ihr immer die Warnungen sozusagen ausgibt und mit dem sie sozusagen ein Team bildet, um die Familienmitglieder zu warnen, wenn mal wieder einer sich versehentlich um die Ecke bringen will. Da gibt es mittlerweile, ihr seht es vielleicht hier, diese drei coolen Teile. Der erste war, glaube ich, mit 14 und die beiden folgenden Bände habe ich mit voller Punktzahl mit 15 Punkten bewertet damals. Das sind alles im Prinzip Einzelbände, die könnt ihr eigentlich auch unabhängig voneinander lesen. Natürlich zieht sich in gewisser Weise ein natürlicher roter Faden vom Band 1 über 2 nach 3. Ihr könnt in gewisser Weise auch diesen vierten Teil Seelensorge für Debütanten alleine lesen. Ich finde aber persönlich, dass es immer schwieriger wird, gerade jetzt bei diesem Teil manche Zusammenhänge noch zu kapieren. Deswegen würde ich ehrlich gesagt empfehlen, wenn ihr die drei Vorgänge gelesen habt, dann auch das hier zu lesen. Klar, ihr könnt es auch so lesen. Das tut dem ganzen Lesespaß jetzt auch gar nicht so viel Abbruch. Aber nachdem die drei ja sowieso wirklich geniale Bücher sind und die Geschichte durchgehend eigentlich echter Hammer, lest die einfach vorher und dann lest ihr das und dann ist alles paletti. Von dem her alles gut. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch so lesen. Ich lese euch mal ganz kurz den Klappentext vor, der, ja, wenn ihr jetzt nicht so wahnsinnig gespoilert werden wollt, dann hört ihr halt jetzt mal ganz kurz weg, aber so viel spoilert es nun auch wieder nicht. Ein einziges Pokerblatt verändert das Leben auf Schloss Harrowmoor.
Hilflos müssen Walt und Livy mit ansehen, wie sich der Südflügel in ein Heim für ruhelose Seelen verwandelt. Verantwortlich für diese unerwünschte Entwicklung scheint ihnen die junge Zeitreisende Allison zu sein. Und so setzt Livy alles daran, sowohl den neuen Mitbewohnern als auch dem jüngsten Spross der Harrowmoors ihre Geheimnisse zu entreißen. Tja, der Jüngsten, ja, nee, so viel hat es Noob eigentlich nicht verraten, also falls er nicht vorher was, also Band 3 gelesen habt, dann klingt es nur richtig, richtig interessant und das ist es auch. Die Story ist echt genial. Und ja, wem irgendwie Geistergeschichten und das Ganze noch mit vermischt mit Zeitreise und ein bisschen so, fast ein bisschen so kriminalromanmäßig, denn da werden ja Nachforschungen über bestimmte, ja, Gegebenheiten und frühere Lebende, die jetzt eben Geister sind, gemacht, um bestimmte Sachen zu ergründen, um rauszufinden, was jetzt nun wirklich hier los ist. Und wer hier ja, seine Fäden zieht, das ist wieder richtig, richtig cool. Die Story ist der Hammer. Geschrieben ist es sensationell gut. Die einzelnen Charaktere sind so geil. Also ich liebe diese Olivia, also Livy, die Protagonistin, ist der Hammer. Aber jetzt hier mit dieser vorhin angesprochenen Allison, oder sage ich mal mit den Allisons, ohne jetzt groß zu spoilern, aber ja, falls ihr es schon gelesen habt, wisst ihr, was ich meine. Und die Miriam, die Autorin, die weiß garantiert, was ich mit den Allisons meine. Und da sind ein paar irrsinnig komische Szenen dabei, die so lustig auch sind, denn das ist eben gerade, das Buch ist nicht nur spannend und hammer toll zu lesen, hat nicht nur richtig, richtig tolle Charaktere und überhaupt dieses ganze Schloss-Flair, das hier so toll geschildert ist, sondern das ist auch so witzig, ja, so witzig geschrieben und es sind so witzige Situationen, die da entstehen durch diese ganzen Verzwickungen mit den Geistern, mit den Nachfahren der Harrowmoors, dieser Familie, auf denen das Schloss gehört, mit allem. Ich meine, da gibt es gibt's eine Szene am Anfang, das ist diese, Miriam, falls du das Video siehst, das ist diese, als Walt an die Wand klopft, von der Dachkammer, und ja, die Allison doch auffordert, jemanden zu wickeln und die Windeln zu wechseln. Da musste ich, also ich glaube, ich konnte da wirklich fast 5 Minuten nicht mehr weiterlesen, weil ich so lachen musste. Das war, das, ohne Scheiß, das ist eine der geilsten und genialsten Szenen überhaupt, die ich seit ewigen Zeiten lesen durfte. Komischerweise musste ich bei der Szene an
falls ihr die Serie Stranger Things gesehen habt, und zwar die dritte Staffel und da glaube ich die letzte Folge, als ja, so ein schönes Lied getrellert wurde aus den 80ern von Limahl, glaube ich, ist das damals, aus der unendlichen Geschichte, die Titelmusik. Und diese ganze Szene, die hat mich, obwohl es szenisch nichts mit dem Ganzen zu tun hat, hat mich trotzdem irgendwie an diese Wickelszene erinnert, weil so skurril komisch, wisst ihr? So eine unglaubliche skurrile Komik, ja, wenn wie bei Stranger Things, da wird gleichzeitig dieses Turn Around, die Titelmusik gesungen und gleichzeitig verfolgt die Kids da im Auto dieser Mindflayer dieses riesige, krasse Monster. Ja, falls ihr Stranger Things noch nicht gesehen habt, schaut euch das an, diese Serie. Das ist die beste Serie aller Zeiten. Von dem her bin ich jetzt abgedriftet, ne? Aber wie gesagt, das ist so eine Szene und diese lustigen Szenen und skurrilen Begebenheiten, die ziehen sich durch dieses wundervolle Buch und das macht es auch wieder so besonders. Und wie gesagt, das ist ja der vierte Teil. Und diese Komik und dieses Flair, dieses Lustige, das zieht sich eben auch durch die ganzen anderen Teile und machen die für mich sehr besonders. Für mich ist das eine absolute, hundertprozentige Leseempfehlung und ich muss dem Ganzen 15 Punkte, also volle Punktzahl geben. Da komme ich nicht dran vorbei. Tja, ich komme eigentlich normalerweise zum Schluss immer noch irgendwo zu Kritikpunkten. Mir fällt da ehrlich gesagt dieses Mal nichts ein, außer dass es eben nur knapp 340 Seiten lang ist und ich den fünften Teil noch nicht lesen kann, weil den gibt es leider noch nicht. Ja, ist wie auch immer. Liebe Miriam, ich hoffe, du bist schon am Schreiben. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Also auf jeden Fall, ne? Das. Ciao.